Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man an einem Rundpool die Leiter ja erstmal zusammenbaut, dann einsetzt und am Ende auch einbetoniert. Ihr könnt das sehen. Bei mir muss das Ganze gerade noch ein bisschen durchtrocknen. Ich habe hier oben zur Korrektur übrigens auch noch die Wasserwaage sehen. Erkläre ich euch und zeige ich euch aber alles in dem Video. Wie das Schritt für Schritt geht, möchte ich euch zeigen. Wenn euch das gefällt, könnt ihr an der Stelle gern schon mal einen Daumen nach oben da lassen und abonniert auch gern jetzt unten kostenlos einmal meinen YouTube-Kanal, um keine weiteren wichtigen Videos mehr zu verpassen. Und ihr unterstützt mich natürlich auch wahnsinnig damit hier auf YouTube, worüber ich mich sehr freuen würde. Im ersten Schritt beim Zusammenbauen haben wir jetzt hier die Stufen in die Leiter reingeschraubt. Seht zu, dass er das gerade anschraubt, nicht verkeilt. Und das wird einfach hier hinten dann Schraube durch, Unterlegscheibe rein, Mutter drauf, festziehen, fertig. Zieht nicht zu fest an, so dass er hier die Leiter nicht kaputt macht. Das ist weicheres Material, wer also die Schraube richtig fest oder zu fest anzieht, kann es verbiegen. Nächsten Schritt, hier die Abdeckkappen montieren. Das ist als Schutz für die Poolfolie. Und dann haben wir hier die Halter montiert, die werden mit einbetoniert. Setzt die komplett einmal drauf, schiebt sie drauf, schraubt sie hier mit der Schraube dann fest und vorher die Rosette nicht vergessen. Das Ganze wird nämlich dann nachher wieder drüber geschoben, über die Terrasse in meinem Fall. Und im nächsten Schritt können wir jetzt schon das Rohr halbieren, einbuddeln, das Ganze anpassen und dann auch mit Zement ausgießen. Wichtig ist, dass man dabei wieder gerade arbeitet, sodass die Leiter natürlich auch gerade steht und auch gerade in den Pool reinhängt. Ich habe die Kunststoffrohre jetzt eingebuddelt. Das habe ich mit der Entfernung vom Wasser. Ich habe die Leiter eingehängt, habe das runterhängen lassen, habe mir dann das Loch gebuddelt, habe die Leiter jetzt reingehängt. Und bevor ich jetzt anfange einzubetonieren, muss natürlich alles gerade sein und ausgerichtet sein. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt sehen, ich arbeite hier mit Wasserwaage. Die Leiter ist in dem Fall gerade. Legt auch hier die Wasserwaage an, damit das gerade ist. Nicht, dass er nachher reingeht und die Stufen fallen so ein bisschen ab, dass das schief ist. Das merkt man beim Reingehen. Es sollte also wirklich möglichst alles gerade sein. Das ist ganz wichtig. Und achtet auch darauf, wenn ihr jetzt das einzementiert oder einbetoniert in den Kunststoffrohren, dass sich das nicht mehr verschieben kann. Das ist auch ganz wichtig. Gegebenenfalls, wenn es ein bisschen hochgedrückt wird, kann es Sinn machen, dass man das hier etwas beschwert. Ich würde euch einfach empfehlen, das alles so ein bisschen zu beobachten, ob es passiert und dann gegebenenfalls dagegen zu steuern. Ich habe das Ganze jetzt einmal mit Beton ausgegossen und stochert hier so ein bisschen mal drin rum, dass die Luftlöcher auch rauskommen. Das ist ganz wichtig, sodass ich das richtig setzen kann. Und jetzt muss es nur noch trocknen und dabei achten wir halt, hier oben liegt noch die Wasserwaage. Ihr könnt das jetzt gleich sehen. Achten wir halt drauf, dass das alles in Waage bleibt, sich nicht mehr verschiebt. Falls ja, sollte man korrigieren oder hier vielleicht noch ein Brett drüber legen, das Ganze ein bisschen beschweren, damit es nicht hochgedruckt wird. Ich bin aber relativ guter Dinge, dass das Eigengewicht ausreicht und sich dementsprechend nicht mehr nach oben drucken wird. So, nach ein paar Stunden ist es bei mir jetzt soweit durchgehärtet. Da verschiebt sich auch nichts mehr. Das Ganze sitzt jetzt schon relativ fest. Ich habe hier oben die Wasserwaage noch mal draufgesetzt, um das Ganze zu kontrollieren. Sitzt gerade, sitzt bombenfest. Ich werde es natürlich jetzt noch nicht belasten, sondern erstmal ein, zwei Tage noch mal richtig durchtrocknen lassen. Ihr seht ja, das ist hier ohnehin noch eine Baustelle. Die Terrasse muss auch noch drauf und aktuell ist es zum Poolbaden auch noch ein bisschen zu kalt. Von daher ist es kein Problem, dass das noch einmal richtig durchziehen, durchtrocknen kann. Ja, das war das Video. So baut man eine Poolleiter im Rundpool ein mit Einbetonieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, vor allem auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann.